Hallo Subaru-Fahrer, heute zeige ich euch, wie ihr Android Auto an euren Fahrzeugen benutzt. Vorausgegeben, ihr habt ein Subaru XV, Modelljahr 18 oder Impreza. Zuerst müssen wir das Smartphone hier verbinden mit dem Kabel, einfach in die USB-Box vorne. Genau. Was Voraussetzung ist für das Ganze ist, ihr braucht ein Smartphone Android, die Auflage 5. Und ihr müsst vorher das Android Auto, die App, auf euren Smartphone runterladen. Genau. Als zusätzliche Möglichkeit habt ihr das Ganze auch über das Bedienfeld zu steuern. Da haben wir hier im Lenkrad links den Knopf hier mit dem Hörer eben und dem sprechenden Gesicht. Genau. Dann müssen wir zum Hauptbildschirm gehen in der Mittelkonsole. Hier haben wir die Felder für ein Smartphone. Wenn wir jetzt in einer anderen Radiostellung sind zum Beispiel, dann gehen wir rüber auf Apps, auf die rechte Taste drücken einmal. Dann gehen wir hier auf Android Auto. Und dann kommen wir ins Menü. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Navigation, Anrufen und so weiter. Dafür braucht man bestimmte Apps eben. Ich habe jetzt halt mal die Navigation ausgewählt zum Vorführen. Dann nehme ich hier links unten den Knopf hier auf Navigation. Dann öffnet Google Maps. Und dann kann ich mit Druck beim Lenkrad auf den Knopf eben für die Freisprechanlage das ganze Befehle eben ausgeben. Dann nehme ich mal den Knopf eben zum Drücken. Navigiere nach Forchheim. Nach Forchheim navigieren. Genau. Jetzt lädt Google Maps eben die Navigation nach Forchheim. Nach Norden Richtung Buttenheimer Straße starten, dann rechts abbiegen auf Buttenheimer Straße. Genau, und jetzt könnte ich ab sofort losfahren eben und könnte das Ganze eben auch in der Komfortvariante nutzen dann. Ja. Möchte ich die Navigation beenden, ist das Ganze auch kein Problem. Ich drücke einfach auf den Knopf unten links wieder. Navigation beenden. Google Maps Navigation wird beendet. Okay, und das war schon.